wahrscheinlich hier fehlt, sondern ich gehe jetzt direkt dazu über, wie können wir das Ganze noch etwas schneller bekommen. Und da besprechen wir hier in der Vorlesung eine sehr einfache, aber interessanterweise ziemlich unbekannte Methode. Die habe ich eher durch Zufall in einem Buch gefunden, aus den 70er Jahren. Also ist eigentlich schon ziemlich lange her und auch dort ist es nur so ein ganz kleiner Absatz auf einer Seite, der das irgendwie erwähnt, dass man das machen kann und dass das ja typischerweise die Laufzeit deutlich verbessern würde und es funktioniert echt super. Wenn wir den klassischen Agnes anschauen, dann müssen wir erst einmal eine Distanzmatrix berechnen. Quadratisch, okay. Dann muss ich in dieser Distanzmatrix das Minimum oder das Maximum suchen. Auch das quadratisch, aber ich brauche das für in jeder Iteration. Da kommt also noch dieser Faktor i dazu. Dann muss ich diese Distanzmatrix aktualisieren. Mache ich das mit Lance Williams, muss ich da eine Zeile, eine Spalte aktualisieren. Das sind O von n Einträge und Lance Williams kostet mich O von 1. Das heißt, ich habe O von 1 mal O von n pro Iteration. Wenn ich das mit den anderen Formeln mache, hätte ich hier auch quadratisch. Deswegen möchte ich das nicht machen. Also nehmen wir Lance Williams. Ändert aber unter Umständen den Worst Case gar nicht. Muss man auch dazu sagen. Ändert nur die praktische Laufzeit. Und wenn ich das gesamte Dendrogramm aufbaue, dann habe ich n-1 Iterationen. Das heißt, dieses i hier, das ist eigentlich n-1. Und damit kriege ich an dieser Stelle O von n hoch 3. So, das heißt, ich habe hier ein Verfahren, das mir kubische Laufzeit und quadratischen Speicher hat. Es skaliert nicht gut nach dem Verständnis von gut von einem, sage ich mal, Datenbanker. Muss man auch dazu sagen, weil andere würden sagen, ja, es ist polynomiell, es ist ja nicht exponentiell. Also da gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen, aber quadratisch ist mir meistens schon zu teuer. Ich hätte gerne unter subquadratisch, als jemand, der versucht, auf großen Datenmengen zu arbeiten. Da ist also kubisch schon sehr, sehr teuer. Jetzt gibt es ein paar Sonderfälle. Zum Beispiel Single Linkage. Single Linkage gibt es ein wunderbares Verfahren aus den 70er Jahren, das in quadratischer Laufzeit durchläuft. Und zwar ist es im Wesentlichen, funktioniert es genauso wie Prims Algorithmus für den minimalen Spannbaum. Speichert die Daten ein bisschen anders, aber eigentlich funktioniert es genauso wie Prim Minimum Spanning Tree. Und das ist auch eben genau über diesen Zusammenhang, dass ich ja immer die kürzeste Kante suche, mit der ich irgendwas verbinden kann. Es ist klar, ich baue den minimalen Spannbaum. Und ich kann den minimalen Spannbaum in das entsprechende Clustering übersetzen und andersrum. Und alles, was ich hier mache, anders mache als bei Prim, ist, dass ich direkt eine Repräsentation rausbekomme, die mir dieses Dendrogramm irgendwo auch widerspiegelt. So, das ist also relativ klar. Man hat versucht, das Ganze auch für Complete Linkage zu machen. Das geht, aber ich kriege schlechtere Lösungen raus, weil ich genau nicht garantieren kann, dass ich die beste Entscheidung fälle, wenn ich ein Objekt nach dem anderen einbaue und dann sagt er, soll man es halt einfach öfters laufen lassen, bis man eine gute Lösung kriegt. Okay. Da ist es relativ klar, dass wenn ich meine Daten hier, ich suche ja das Minimum. Gibt es einen Trick, wenn ich oft das Minimum suche, wie ich das schneller machen kann? So Algorithmen und Datenstrukturen, Vorlesungen. Was ist eigentlich so die Standardlösung, wenn ich Objekte immer wieder mal das Kleinste suche? Ich nehme einen Heap. Einmal aufbauen kostet mich natürlich irgendwas, aber wenn ich dann jedes Mal nur ein Objekt rausziehe, dann geht das ganz gut. Also ich mache an dieser Stelle hier einen Heap. Dann kann ich den vielleicht teilweise wiederverwenden. So, wenn ich dann einen Heap verwende, dann kommt es ein bisschen darauf an, wie viele Objekte sind da drinnen. Also ich muss sie natürlich einmal aufbauen, okay, aber danach kann ich aus diesem Heap eigentlich recht schön meine Sachen rausziehen. Und da habe ich eigentlich sowas hier drinnen, Log von n Quadrat, weil ich habe am Anfang n Quadrat Distanzen mit drinnen und dadurch habe ich halt eine maximale Pfadlänge von, ist ein Zweierlogarithmus eigentlich noch genauer,
maximale Pfadlänge in meinem Heap, was ich so reparieren muss, ist halt log von n Quadrat. Dann kann ich dieses Quadrat rausziehen, das heißt, ich habe zweimal log von n. Ich bin also log von n hier an dieser Stelle drinnen und damit komme ich dann auch in dieser Gesamtkomplexität, die dann rauskommt, hier auf n Quadrat log n. Also eigentlich ist es sozusagen n Quadrat log n Quadrat, aber der verschwindet. So, das wurde immer wieder mal vorgeschlagen. Es ist aber extrem unschön, weil ich in jedem Schritt von diesem 3 ja meine Matrix ändere. Das heißt, ich muss n Einträge in meinem Heap finden, die durch neue Werte ersetzen. Die werden nicht nur besser, das heißt, ich habe nicht nur so einen Decrease Key, sondern ich brauche gegebenenfalls auch einen Increase Key. Und dann, ich muss den Heap also relativ viel reparieren. Und ich muss in diesem großen Heap dann eben relativ viele Änderungen machen. Es ist also nicht ganz so einfach, wie das klingt, weil sich die Werte ändern, außer für Single Link. Aber für Single Link habe ich eh schon einen besseren. So, und ich muss teilweise auch Werte rauslöschen. Das heißt, ich habe eigentlich dann auf einmal einen zu großen Heap und dann müsste ich öfters pollen und so etwas. Geht alles und bringt auch was, aber so richtig toll ist es noch nicht. Es gibt ein Verfahren für reduzierbare Linkage-Strategien, was nicht alle sind. Also Meduit, glaube ich, gehört nicht dazu. Das kann mir O von n Quadrat garantieren. Das habe ich jetzt noch nicht auf Folien. Das möchte ich aber für die kommende Vorlesung dann auch entsprechend umsetzen. Das heißt NN-Chain, Nearest Neighbor Chain. Ich suche so Pfade, bis ich eine Rückwärtskante bekomme und dann kann ich diese Änderung durchführen. Und womit ich mich diesmal beschäftigen kann, ist dieses Caching von Anderberg 1973 in einem Buch eben, in einem langen Textbuch, irgendwo ein kleiner Absatz, der meistens quadratisch läuft. Worst Case bleibt n hoch 3, wie wir sehen werden. Also den möchte ich ein bisschen näher besprechen, weil er irgendwie sehr, sehr schön ist. Und der ist von der Idee sehr ähnlich zu einem Algorithmus, den man bei einem Minimum Assignment Problem verwenden kann. Eine Verbesserung vom Kuhn-Munkres im Prinzip. Da kann ich genauso ein Caching auch machen, um schneller zu werden. Genau. Ich kann das Ganze auch andersrum machen. Das nennt sich dann Diana Divisive Analysis. Ich kann alle Daten in einen Cluster packen. Ich kann den Cluster in zwei Teile teilen. Und das dann rekursiv fortsetzen. Dann baue ich mein Dendrogramm statt von unten, von oben nach unten. Statt von unten nach oben. Das Problem ist, wie teile ich meine Daten auf? Da habe ich potenziell 2 hoch n Möglichkeiten. Das kann also teuer sein. Ich muss also irgendwie eine Heuristik einsetzen. Ich kann K-Means oder so etwas dann einsetzen, immer mit k gleich 2, um die Daten in zwei Teile zu partitionieren oder so etwas. Dann geht das schon. Aber das ist sehr ungewöhnlich und gerade mit anderen Linkage-Strukturen ist es unklar. So, also es skaliert nicht. Was wir aber auch noch beobachtet haben, ist, es gibt gigantische Unterschiede zwischen Implementierungen. Also nicht nur, welche Optimierungen ich einsetze, sondern auch noch theoretisch der gleiche Algorithmus programmiert vom Programmierer A und der gleiche Algorithmus programmiert vom Programmierer B in einem anderen Software-Toolkit können enorme Laufzeitunterschiede haben, einfach über die Art und Weise, wie die Datenstrukturen gewählt wurden und optimiert wurden. So, Andersbergs Caching ist eigentlich eine relativ einfache Idee. Und zwar bei der Initialisierung suche ich das Minimum nicht in der ganzen Matrix, sondern in jeder Zeile oder jeder Spalte. Ich werde es nachher mit Spalten zeigen. Die Matrix ist symmetrisch, deswegen ist das natürlich egal. So, und die merke ich mir. Deswegen habe ich den hier Caching genannt. Ich meine, der Begriff Cache taucht da, glaube ich, nicht auf in dem Buch, aber ich nenne es hier immer Caching, weil das ist so die Kernidee. Wenn ich mir die Sachen merke und sie nicht neu berechnen muss, dann muss ich nicht quadratisch viele Werte und durchsuchen. So, die Frage ist, wenn ich mir das spaltenweise merke, wie viele muss ich denn neu berechnen? So, wenn ich jetzt das einmal gemacht habe, dann kann ich das Minimum suchen, indem ich einfach nur in jeder das Spaltenminimum betrachte, weil das Gesamtminimum muss natürlich eines der Spaltenminima sein. Das heißt, ich brauche nicht mehr quadratische Zeit, sondern nur noch lineare Zeit, um das Minimum zu suchen, wenn mein Cache aktuell ist. Das ist schon mal schön. Das heißt, an dieser Stelle nur noch O von n
Das ist gut. So, wenn ich jetzt Cluster merge, dann kann ich so eine Fallunterscheidung machen. Und das muss ich sozusagen für jeden Eintrag in dieser resultierenden Zeile und Spalte irgendwie einmal machen. Dann kann ich irgendwie schauen, okay, wenn mein neuer Wert, den ich rausbekomme, besser ist als das gecachte Minimum, dann kann ich ihn einfach verwenden. O von 1. Der neue Wert ist besser als alles, was bisher da war. Die anderen können ja nicht besser geworden sein, also ist der das neue Minimum. Sehr schön. Wenn mein Minimum in den Clustern war, die ich gerade kaputt gemacht habe, weil ich sie zusammengefasst habe, dann muss ich diese Spalte neu prüfen. Das kostet mich O von N. Und das kann potenziell N mal sein. Es könnten alle sich geändert haben. Dann hätte ich meinen Worst Case und ich habe nichts gewonnen. In der Praxis passiert das aber nicht. Oder kaum. Ich wüsste nicht, was der Worst Case ist, aber vielleicht irgendeine fraktale Punktmenge oder so etwas. Und für den neu zusammengefassten Cluster muss ich natürlich seine ganze Zeile und Spalte berechnen. Aber die muss ich eh berechnen und bei der Gelegenheit kann ich auch das Minimum mir speichern. Das ist eigentlich kein Mehraufwand. Weil die habe ich ja gerade eh alle berechnet. So, das heißt, potenziell habe ich immer noch quadratischen Aufwand und damit eine potenziell kubische Laufzeit. Aber in der Praxis bringt es echt viel. Hier ist so ein Experiment, das wir dazu gemacht haben. Ich habe jetzt hier auf der linken Seite die Laufzeit in Sekunden, auf der X-Achse die Datensatzgröße und die verschiedenen Algorithmen. Und da sehen wir, der Agnes-Algorithmus ist kubisch und die anderen nicht. Sehr viel mehr sehen wir auf dem linken Bild einfach nicht, weil einfach der Unterschied derartig drastisch ist, ob ich eben da noch diesen Faktor 30.000 drauf habe oder nicht. So, also Agnes sollte man eigentlich nicht mehr verwenden. Das tut echt weh. Wir reden also hier davon 25 bis 30.000 Sekunden Laufzeit, während wir bei den anderen eher so bei 100 sind. Es ist also nicht der Faktor 30.000, sondern vielleicht nur der Faktor 300, aber auch der Faktor 300 ist hier natürlich schon drastisch. Sinnvoller plotte ich das Ganze also als Log-Log-Plot. Da sehe ich einfach diese kleinen Zahlen besser. Und da sieht man also auch hier, ich bin hier 1, 2, 3 Größenordnungen schlechter mit Agnes. Man sieht aber auch, dass hier der Underberg und der NN-Chain sehr, sehr ähnlich sind von der Laufzeit. Und interessanterweise der Underberg hier sogar schneller ist als der NN-Chain. NN-Chain ist derjenige, der für diesen Fall quadratische Laufzeit garantieren kann. Der Underberg kann es nicht garantieren, aber der Datensatz ist offenbar gutartig. Und dadurch, dass der Algorithmus einfacher ist, dieser Cache lässt sich super einfach implementieren, sind die ganzen konstanten Faktoren vorteilhaft. Und ich bin halt dann doch irgendwie doppelt so schnell oder so etwas. Genau, noch schneller bin ich hier mit Prims Algorithmus, Slink. Da werde ich auch kaum drunter kommen. Zumindest nicht mehr, wenn ich nicht irgendwie noch metrische Eigenschaften ausnutzen kann. Genau. Der ist halt noch leichtgewichtiger, denn Agnes braucht eine Distanzmatrix. Das heißt, es braucht quadratisch viel Speicher. Es muss auf dem quadratisch viel Speicher arbeiten. Der hier braucht nur linear viel Speicher. Prims Algorithmus. Das ist natürlich ein Vorteil und deswegen ist der hier nochmal deutlich schneller. Aber der geht halt auch nur für Single Link. Underberg kann ich auch mit der anderen Linkage verwenden. So, schauen wir uns ihn einmal an. Ich werde aus Zeitgründen versuchen, relativ zügig durchzugehen. Wir haben einen Datensatz auf der linken Seite gegeben, bestehend aus 6 Objekten. Wir möchten jetzt hier Group Linkage machen. Das ist ein schwierigerer Fall. Sie können Minimum und Maximum, also Single und Complete Linkage für den normalen Fall schon in den Skripten anschauen, ohne Underberg. Hier schauen wir uns also Group Linkage an.
Wir haben in der Mitte die Distanzmatrix, die Diagonale habe ich gestrichen, da würden nur Nuller stehen, die speichere ich mir auch gar nicht. Ich speichere mir auch nicht die symmetrische Hälfte, dann brauche ich nur halb so viel RAM. Ist auch schön. Und rechts werde ich das Dendrogramm zur Ausgabe erzeugen. Und jetzt als allererstes muss ich in jeder Zeile oder jeder Spalte und aber sozusagen in der ganzen, inklusive der Symmetrie, das Minimum bzw. das Maximum mir merken. Das heißt, ich gehe jetzt mal in der Spalte A durch. Da ist hier mein Minimum. Ich gehe in der Spalte B durch. Da ist mein Minimum bei A. Das habe ich links gespeichert sozusagen. Ich laufe also eigentlich so durch, wenn ich das suche. Und von diesen Werten ist jetzt mein Minimum 0,5 hier. Und hier ist mein Minimum 1,58 und hier ist auch mein Minimum wieder mein 0,5 und 1, wenn ich das richtig sehe. Genau. So, das sind die Werte, die ich mir speichere. Das heißt, ich merke mir hier, das war B, A, F, E, D und D. Und jetzt kann ich darüber drüber laufen, nur über diese O von N Werte und das globale Minimum suchen. Das wird mindestens zweimal vorkommen natürlich, DE und ED. Aber ich möchte also diese beiden zusammenfassen. Und die haben einen Wert von 0,5, das ist der hier. Das heißt, das ist mein erster Schritt, den ich hier mache, um das Dendrogramm zu bauen. Links sieht man jetzt auch eingekreist D und E. Ja, der naheliegende Schritt. Und jetzt muss ich diesen Merge auf meiner Matrix durchführen. Ich habe hier die Daten gut sortiert. D und E liegen nicht zufälligerweise nebeneinander, sondern absichtlicherweise nebeneinander. Potenziell könnte das aber auch A und F sein. Was ich logisch gesehen mache, ist eigentlich, ich streiche mir hier so eine Zeile und eine Spalte raus. Und das muss ich mir irgendwie merken, dass ich die gestrichen habe. Das heißt, ich habe noch irgendwie so eine Liste, wo ich mir sage, die gibt es gar nicht mehr in irgendeiner Form. Und jetzt muss ich die zusammenfassen. Und das bedeutet für jede Gruppe von diesen Werten, für jedes Paar, muss ich Lernz-Williams-Gleichung anwenden. Wir haben hier Group Linkage. Die Cluster sind aber noch gleich groß. Die sind jeweils, haben jeweils ein Element. Das heißt, wenn ich das zusammenfasse, nehme ich momentan einfach immer die Hälfte. Das wird aber in einem Folgeschritt nicht mehr so sein. Das heißt, die Hälfte von 2,5 und 2,92 ist 2,71. Und dann habe ich hier diesen neuen Wert. Und den speichere ich mir in einer der Zeilen oder Spalten. Und je nachdem, wie ich meine Daten organisiert habe, werde ich mir wahrscheinlich eher bei D speichern und werde mir speichern, dass D eigentlich jetzt DE ist. Und ich werde mir diese Zeile und Spalte aus meiner Matrix löschen in irgendeiner Form. Und sinnvollerweise lösche ich sie nicht echt, sondern ich markiere sie mir als gelöscht, weil das eine kostet mich quadratisch viel Zeit, um die Daten umzukopieren, das andere nicht. So, jetzt ist mein Cache aber nicht mehr korrekt. Und das kann ich feststellen, wo das der Fall ist. Dieser Wert ist größer als 0,71 und 0,71 hat sich nicht geändert. Also ist hier mein Cache okay. Genauso hier. In all diesen drei Fällen ist mein Cache weiterhin okay. Die habe ich gemerged, die muss ich neu berechnen. Und hier war auch mein bester Wert einer meiner beiden Cluster. Der beste Wert war D. Den muss ich auch neu berechnen. Das heißt, ich habe jetzt hier zwei Spalten, in denen ich das neue Optimum suchen muss. Und das ist einmal hier 1,06 bei F und hier drüben ist es wahrscheinlich genauso. Da ist es auch mein 1,06 aus Symmetrie sozusagen. So, das heißt, hier wird es DE sein. Oder eben D, wenn ich es dort gespeichert habe. Ich glaube, ich habe jetzt nachher einfach D drin stehen. Und dann ist mein Cache wieder aktuell. Und dann kann ich in die nächste Iteration gehen. Und jetzt habe ich diese fünf Werte und ich kann aus diesen fünf Werten den kleinsten auswählen, also AB. Dann weiß ich, die beiden muss ich zusammenhängen auf einer Höhe von
0,71 und links habe ich sogar den Kreis schon zu früh gezeichnet. Ja. Und ich habe den nächsten Merge. Und jetzt muss ich wieder meine Lance-Williams-Gleichungen berechnen. Die beiden Fälle hier sind kanonisch. Nur hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Man kann jetzt die Zahlen hier nicht genau lesen, aber ja, gibt sich hier aus Symmetrien überhaupt ein Problem schon? Ich glaube, es spielt noch keine Rolle. Ja, weil A und B gleich groß sind. Genau. Also es ist noch, immer noch unverändert. Ich merge zwei Cluster, die gleich groß sind. Also hier ist jeweils immer nur der Mittelwert gerade. Jetzt muss ich den hier neu berechnen. Und die anderen drei bleiben aktuell, weil die bestehenden Werte niedriger sind als die neuen Werte. Kann sich also nicht geändert haben. Ich muss also in dieser linken Spalte mein Minimum selektieren. Das ist also wieder DE. Ich habe jetzt also wieder mein Cache in O von N aktualisiert. Ich kann hier wieder das Minimum auswählen. Das ist also 1,06. Das verbindet mir mein F und mein DE. Das heißt, jetzt kommt dann das erste Mal die Average Group Leakage wirklich zum Tragen. Bisher wäre es identisch mit MacVitie gewesen. So, ich kann das also entsprechend einzeichnen und jetzt kann ich diese Werte neu berechnen. Und jetzt habe ich an dieser Stelle nicht mehr das arithmetische Mittel, sondern ich habe das gewichtete Mittel. Und zwar habe ich den hier mit zwei Dritteln gewichtet und den hier mit ein Drittel gewichtet. Weil da oben zwei Objekte drinnen sind. Und dadurch kriege ich eben hier die entsprechenden Werte raus. Ich habe das oben mit einer Nachkommastelle mehr angegeben, damit man das genau nachvollziehen kann. So, und in diesem Fall muss ich meinen kompletten Cache neu berechnen, aber die Matrix ist ja eh nur noch so klein. Da steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich mehr berechnen muss. Natürlich, aber der Rechenaufwand sinkt. Ich kann hier wieder das Minimum auswählen und kann damit meinen nächsten Merge durchführen und habe irgendwann mein Dendrogramm fertig. So, bei einer so kleinen Matrix lohnt sich das natürlich noch nicht. Sechs Objekte. Da habe ich mir mit dem Cache relativ viel Arbeit gemacht. Aber man kann sich vorstellen, dass wenn ich da eine 100x100 Matrix habe, dann bringt es schon ganz schön viel, wenn ich nur drei, vier Spalten neu prüfen muss und nicht eine 100x100 Matrix durchsuchen muss. Genau. Deswegen ist dieser Algorithmus irgendwie ganz schön. Aber man sieht aber auch erst von der Implementierung her super einfach. Ich brauche ein Array, ich speichere da meine Werte rein und ich habe so ein bisschen If-Bedingungen, die mir sagen, was ich neu berechnen muss mit einer Vorschleife und was nicht. Das ist viel einfacher als eben beispielsweise der NN-Chain-Algorithmus.